NADA für saubere Leistung. Johannes hat, wie Sandra, den Sprung in den Leistungssport geschafft. Doch was ändert sich für die beiden in Bezug auf Dopingkontrollen? Sandra erklärt Johannes, dass im Freizeitsport noch gar keine Kontrollen von der NADA durchgeführt werden und nur im Leistungssport die Athleten dem Dopingkontrollsystem der NADA unterliegen. Was bedeutet das genau? Fragt Johannes neugierig. Für Leistungssportler bedeutet das, dass sie zu jeder Zeit und an jedem Ort, etwa zu Hause, in der Uni oder Schule oder auch im Training, unangekündigt von der NADA kontrolliert werden können. Aha! Woher weiß die NADA aber, wo sich ein Athlet aufhält? Bohrt Johannes weiter nach. Die NADA weist uns Sportler darauf hin, wenn wir in das Kontrollsystem kommen. Anschließend muss der Athlet zum einen seinen Wohnort und zum anderen seinen Trainingsort angeben. Die NADA erfährt so, wann der Athlet eigentlich wo trainiert. Darüber hinaus gibt es noch speziellere Anforderungen der Meldepflicht. Hierfür gibt es das System ADAMS, der Welt-Anti-Doping-Agentur. So kann die NADA pro Jahr mehrere tausend Kontrollen sinnvoll und gut geplant in und außerhalb von Wettkämpfen durchführen. Dies bedeutet für die Athleten einen gewissen Aufwand, ist jedoch für einen sauberen und fairen Sport nötig und gehört somit zum Leistungssport dazu. Gemeinsam gegen Doping, das Präventionsangebot der NADA. Weitere Informationen unter www.nada.de oder unter www.gemeinsam-gegen-doping.de.